Hallo zusammen. Normalerweise sitzen wir sowieso schon viel zu viel, in Zeiten von Corona erst recht. Und da sitzen Gift ist für unsere untere Wirbelsäule und für unsere Hüfte. Zeige ich euch jetzt ein paar Dehnübungen, mit denen ihr eure Muskulatur, eure Faszien wieder locker machen könnt, wenn ihr den ganzen Tag gesessen habt. Ich zeige euch jetzt die erste Übung, die ist für den unteren Rücken. Ihr legt euch flach auf den Bauch, die Hände auf Höhe der Schulter, Beine lang, Füße auf den Fußrücken legen. Und jetzt stürzt ihr euch mit möglichst langen Armen nach oben, guckt zur Decke und lasst die Hüfte so weit es geht liegen. Die Hüfte soll schön durchhängen, nicht mit nach oben nehmen, sondern schön durchhängen lassen. Ihr merkt jetzt die Dehnung auf der Vorderseite von der Hüfte bis zur Kinnspitze. Das ist eure Bauchfaszie, die wird jetzt lang gezogen. Das haltet ihr 1 bis 2 Minuten. Wenn ihr das noch nicht schafft, weil ihr so beweglich noch nicht seid, dann geht ihr erstmal nicht auf die Hände, sondern auf die Ellenbogen. So. Und versucht dann immer weiter aus den Schultern rauszukommen, immer schön Kopf hoch, bis ihr irgendwann so weit seid, dass ihr auf die Hände könnt. Das macht ihr 2-3 Mal, jeweils 1 bis 2 Minuten. Und ihr werdet bald merken, dass ihr deutlich flexibler werdet. Das ist die Übung Nummer 1 für den unteren Rücken. Die zweite Übung für den unteren Rücken, die zieht eure Rückenfaszie in die Länge. Die erste war ja für den Bauch. Auch das, was jetzt kommt, haltet ihr wieder 1 bis 2 Minuten, je nachdem, wie lange ihr diese Stellung zunächst mal halten könnt. Ihr stellt die Füße eng zusammen, drückt die Knie durch und jetzt vom Kinn an rollt ihr euch zusammen nach unten. Dabei zieht ihr die Hüfte nach vorne, also nicht Richtung Hohlkreuz, sondern Hüfte schön nach vorne ziehen, Kinn runter und dann mit durchgestreckten Knien so weit runter, wie es geht. Nicht mit Gewalt, wenn es Richtung Anschlag geht, lieber ein bisschen wippen, mal ein bisschen nach links rüber, mal ein bisschen nach rechts rüber. Wenn ihr merkt, ihr werdet weicher, ein Stück weiter. Und wenn ihr das 1-2 Minuten gemacht habt, dann rollt ihr genauso langsam, wie ihr runtergerollt seid, wieder hoch. Beginnt vom unteren Rücken, endend mit dem Kopf. Wichtig dabei ist, nicht schnell wieder hochkommen, dann kann es euch dabei in den Rücken schießen. Immer alles schön langsam. Mit der dritten Übung ziehen wir die Seite unseres Rumpfes in die Länge. Dabei stellen wir uns hin, die Füße zusammen, die Beine werden durchgedrückt, Arme über den Kopf. Und jetzt schieben wir die Hüfte zur einen Seite, ich schiebe sie mal zuerst nach links, und die Hände zur anderen Seite. Die Beine bleiben dabei, beide durchgestreckt, ganz wichtig. Jetzt merkt ihr schon, wie es hier anfängt zu ziehen. Und jetzt, wenn ihr eure Hüfte nach links schiebt, nehmt ihr die rechte Hand und zieht euch am linken Arm noch weiter nach rechts, darüber. Und das merkt ihr dann sehr deutlich. Und da bleibt ihr wieder 1 Minute oder 2 Minuten, je nachdem, wie lange ihr es halten könnt, stehen. Langsam wieder zurück. Kurz einmal lockern und andere Seite. Hüfte nach rechts, Hände nach links und dann mit der linken Hand am rechten Arm noch weiter in den Bogen ziehen. Halten und wieder zurück. Wichtig ist, dass ihr in alle diese Stellungen langsam rein und langsam rausgeht. Die nächste Übung ist gedacht, um eine Blockade im Iliosakralgelenk, im ISG, zu lockern, dass die meistens nicht knöchern ist, sondern eher mit verkürzten Faszien und Muskeln zu tun hat. Und das ziehen wir wieder auseinander, und zwar so. Wir stellen uns in die leichte Schrittstellung, weil der linke Fuß vorne ist. Dann darf das rechte Bein, das hintere Bein, ein wenig gewinkelt sein. Das linke Bein, das vorne steht, muss gerade bleiben. Jetzt richtet ihr euch auf, Kopf nach oben und schiebt die Hüfte nach vorne, möglichst weit über den vorderen Fuß rüber. Das schafft ihr nicht ganz, aber möglichst weit die Hüfte nach vorne schieben, Richtung vorderen Fuß.
Wenn das hintere Bein dabei ein wenig gewinkelt ist, macht nichts. Vordere soll gerade sein. Das haltet ihr auch wieder. Kopf dabei so weit wie möglich zurück. Dann spürt ihr die Dehnung hier vorne. Halten und wieder raus. Andere Seite zeige ich auch noch. Rechtes Bein nach vorne, linkes hinten. Linkes Bein darf leicht gewinkelt sein, rechtes gerade. Hüfte vor. Kopf zurück. Soweit es geht. So, und wenn ihr da eine Blockade habt, eine kleine, dann merkt ihr ein leises Knirschen. Dann ist es wieder locker. Die nächste Übung, die ich euch zeige, ist für das Hüftgelenk. Wenn das blockiert ist, merkt man es auf jeden Fall, denn es tut eigentlich fast immer weh. Dazu ist es wichtig, dass ihr diese Übung ganz besonders korrekt ausführt. Ich zeige euch einmal ohne Hilfsmittel, für die ganz besonders Beweglichen, wie das geht. Die meisten von euch werden Hilfsmittel brauchen. Ihr geht in eine Position, in der der Oberschenkel und der Unterschenkel einen rechten Winkel bilden. Das hintere Bein liegt gerade ausgestreckt nach hinten auf dem Fußrücken. Und jetzt geht ihr mit der Hüfte runter. Ihr merkt dann, auf dieser Seite wird euer Hüftbeuger in die Länge gezogen, auf der anderen Seite der Gluteus Maximus, euer Hintern. So, und hier ist es wichtig, dass ihr es korrekt macht, dass euer Oberkörper nicht nach links kippt oder nach rechts oder dass ihr eben möglichst aufrecht sitzt. Wenn ihr die Beweglichkeit nicht habt, jetzt so weit runterzukommen, dann legt euch da was drunter. So. Jetzt müsst ihr euch um die korrekte Position nicht mehr kümmern. So. Jetzt sitzt ihr aufrecht, gerade, könnt euch auch nochmal vom Spiegel kontrollieren. Und jetzt könnt ihr euch darauf konzentrieren, immer ein Stück weiter runterzukommen. Das Kissen wird mit der Zeit immer flacher werden. Ihr könnt ein Sofakissen nehmen oder eine zusammengerollte Isomatte, da findet sich was. Auch das wieder 1 bis 2 Minuten halten. Dann legt ihr das Kissen auf die andere Seite. So, richtig, rechter Winkel. Hinteres Bein gerade, Fußrücken liegt auf, Oberkörper gerade und runter, soweit es geht, runter. Das war die Hüftübung. Mit der Übung für die Hüfte, die ich euch gerade gezeigt habe, haben wir sehr schön unseren Hüftbeuger und unseren Gluteus Maximus in die Länge gezogen. Jetzt tun wir noch was für die Innenseite der Beine. Das kennen eigentlich alle von euch. Das ist der Grätschwinkelsitz. Beine auseinander, so weit wie es geht. Gerade hinsetzen. Wenn ihr das schafft, wenn ihr hier einen rechten Winkel reinkriegt, ist das schon mal gar nicht so schlecht. Knie dabei durchdrücken. Und jetzt könnt ihr euch an den eigenen Beinen oder an den Fußspitzen, wenn ihr da rankommt, runterziehen. Beine dabei durchdrücken. Rücken gerade und ihr merkt, hier zieht es rein. Das auch halten. Mal zur linken Seite. Mal zur rechten Seite. Immer so weit runter, wie ihr könnt. Eine Minute halten. Wenn ihr dieses Programm durchzieht, dann haltet ihr eure untere Körperregion beweglich und kompensiert damit, dass wir alle noch viel mehr rumsitzen, als wir das sowieso schon tun. Viel Spaß dabei.